Trotz der Verhaftung und der aussichtslosen Lage gibt es neuen Ärger für Diddy. Eine weitere Frau verklagt ihn für das, was er ihr 2001 angetan hat. Auch die Babyöl-Affäre wird immer komplizierter und teilweise wirklich eklig. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Vor einigen Tagen klickten die Handschellen und nun muss sich der US-Rapper Diddy seiner schlimmsten Angst stellen. Genau das hat er versucht, monatelang zu vermeiden. Mehrere Leute brechen ihr Schweigen und behaupten, der Rapper habe ihnen schreckliche Sachen angetan, in der Villa, im Tonstudio oder auf seinen legendären Partys. All das wird übrigens aktuell verfilmt von seinem Erzfeind 50 Cent. Er macht nämlich eine Dokumentation für Netflix über Diddy. Doch während er in der Zelle sitzt, flattert eine neue Anklage rein. Eine Frau behauptet, auch unter den Opfern zu sein und dass er sie gegen ihren Willen zu bestimmten Handlungen 2001 in New York gedrängt hat. Auch die Babyöl-Affäre in seiner Villa spielt eine große Rolle. Das FBI findet nämlich knapp 1000 Flaschen. Wofür er sie verwendet, ist unklar. Doch ein Mitarbeiter behauptet, dass in den Flaschen nicht immer Öl war. In manchen ist flüssiges Kokain. Dieser Mitarbeiter wurde von Diddy oft für Dienste benutzt. In einem Verhör mit der Polizei packt er aus.